könnte mein Laptop. Nein, ich kann mein Laptop nicht da stellen, dass ich es besser gucken kann. Ich könnte hier. Wenn ich mein Pferdedillo anders hinstelle. Nee, das ist nicht akzeptabel. Dann habe ich den nicht mehr im Griff, weil ich weiter, das geht nicht. Der Tisch und mein Rechner haben leider nicht die gleichen Höhen. Moment, wieso lebt das Vieh noch? Was soll der Unsinn? Bei deinem Geschenk am Freitag bekomme ich das um eine bestimmte Uhrzeit oder einfach, wenn der 15. ist? Und funktioniert das auch unter Linux oder muss ich da wieder Wein überzeugen? Ist es tot? Es ist tot, perfekt. Jetzt antwortet er mir nicht mehr. Was für ein assoziales Arschloch. Schlimm. Oder mein Chat funktioniert nicht mehr. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Also ich bin sicher, es liegt immer an den anderen, wie immer. Wieso dürfen wir bei Turnieren überhaupt Diebe mitmachen? Ich bin ein scheiß Kind. Ich bin nicht ein Kind. Gleich wieder da. Kannst du jetzt nicht weggehen? Hallo? Ich bin alleine. Hilfe! Hallo, ich habe ein Zino. Ich lasse einfach ein paar Steine hageln. Das macht wahrscheinlich trotzdem. Nein, das macht nicht mal viel Schaden. So, gucken wir mal, was Stein. Ich habe ein schwarzes Quadrat. Das ist ein quadratischer Stein. Erdbebensteige. Bin gleich Bodislam. Bodislam? So schreibt man nicht Bodislam. Ich habe ein Steinchen im Schuh. Den schmeiße ich jetzt nach. Ach, come on! Alles nicht wahr. Hallo. Kann das Spiel mal nicht maximal behindert zu mir sein? So, bitte. Komm schon. Ey. Ich hab schon Stein-Pokémon gegen Elektro, trotzdem gewinne ich nicht. Das wird doch verarschen hier, oder? Das wird doch einfach nur verarschen, jetzt töte es! Ach komm! Aber du willst mich doch einfach nur maximal verarschen, oder? Du willst mir doch einfach nur verarschen. So, töte es jetzt endlich. Bitte. Danke.
Kannst du gerade nicht mal ausdenken. Ja, es ist halt fast schon tot, ne? Ich kann es nicht wechseln, weil, ja. Ich könnte Finale benutzen, naja, zu spät jetzt. Tackle. Ja, toll. Ich könnte die wahrscheinlich alle problemlos mit Onix besiegen, wenn ich nicht. Ja. Mehr Pech habe als alles andere. Ich nutze aber die ganze Zeit Steinschlag und nicht mal Erdbeben. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Oh, jetzt ist das Finale, hallo? Das war meine Idee. Aber ohne Expensipel benutzbar. So weit, Bonita. Ich bin ein Pokémon im Vorteil. Er hat nur einen Magneten. Mit einer Schraube, auf die man sich draufsetzen kann. Ne? So. Warum? Na toll. Entweder treffe ich nichts oder ich habe irgendwelche Statusveränderungen aktiv, die dafür sorgen, dass ich nichts treffe. Den ich angreife. Können wir jetzt bitte treffen, bitte? Natürlich können wir nicht treffen. Warum auch? Moment, ich habe mir Toxin gewählt. Ach komm. Egal, ist schwer vergiftet. Ich habe Siebele gewählt, aber okay. Ich sehe es noch kommen, dass mir das Ding noch killt, weil ich einfach nichts treffe. Oder gar nicht erst angreifen darf. Ach komm. So langsam wird es doch absurd. So trifft das vielleicht. Ja, geil. Ey. Normalerweise sollte man davon ausgehen, dass ich mit Onix hier einfach durchmarschiert wäre, aber nie. Nee, einfach nie, einfach gar nichts mit können. Das killt mich halt wirklich noch. Weil ich halt einfach nie nichts treffe. Wenn ich angreifen darf. Oh, endlich mal. Ich glaube, ich habe nur zweimal getroffen oder so in der Runde. Mit dem Kokowai. Cool ist alles. Kampfe, NDE. Was auch immer das heißen soll. Ich bin doch ein kleines Kind, ich bin mir nicht sicher. Um 14 Uhr bist du da? So lange wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Ne? Verstehe nicht. Okay,
Pflanze. Dann wir vielleicht so. Die wird man auch nochmal. Mhm. Warum wird um 13 Uhr? Ich weiß, um 20 Uhr hätte doch viel besser gepasst. Uff, ein Knüppel. Bin gespannt, was das für ein Mistding ist dann. Tower Defense hieß es aber. Mit dem Tag macht man nur so nie was? Nie was? Stündlich ein Geschenk, also so kenne ich das. Angefangen bei 0 Uhr, Ende ist 24 Uhr, macht 25 Geschenke. Oh, sehr gut, geht alles daneben. So, mach ich aber ganz langweilig. Fliegen zum Erbrechen. Fliegen hoch und runter, hoch und runter. Hoch und runter. Bis das Essen hochkommt. Weil das geht erst runter und dann hoch. Ist so glücklich, nachdem ich es geschlagen habe. Wie Frau, oder? So, was? So, worum geht's? Und tschüss. Aber das ist wirklich die langweiligste Art und Weise. Okay. Ich hasse es, wenn Leute nicht sterben, nachdem ich sie geschlagen habe. Au, 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 ist nicht so gut. So, eine Runde können wir noch. Bin gespannt, was er bekomme. Vielleicht das älteste Tower Defense Spiel, das es auf Steam gibt. Von 1987. Fliegen das ganze Let's Play. Das funktioniert leider nicht, weil es ein paar Pokémon gibt, die davon gar keinen Schaden nehmen, aber. Wandry. Soll ich tauschen? Dann macht das aber Schaden beim nächsten Pokémon, aber. Bloß noch Fliegen, Surfer und Butler. Schaufler. Ich bin dann kein Butler, ich bin ein Schaufler. Risikotackle. Wow, wow, hier die Schaden. Ich habe nur ein Wasser-Pokémon. Was hältst du denn vom Blubstrahlen? So ein paar hübsche Seifenblasen werden dich massives Stein, Rhinoceros, was auch immer du darstellen sollst, bestimmt töten. Letztens bin ich so ein Typ begegnet, war 2 Meter hoch, durchtrainierter Schrank, ne? Hab ich Seifenblasen rausgeholt und dann, puh, lag er blutend am Boden. Da kann ich nix. Den habe ich einfach gekillt. Keine Gnade habe ich gezeigt.
was ich geblasen habe. Surfe. Ist es eingefroren? Nein. So, das hat nur Level 15, also nicht so stark. Sagt er und verliert gegen das Vieh. Vermutlich. Es hat auch Risikotackle. Es hat auch Risikotackle. Gib mir dein Leben. Gut, das letzte Mal hatte ich auch eigene Pokémon, aber... Die Zeit, ich bräuchte dafür echt noch richtige passende Pokémon zurecht zu trainieren. Uff. Nee. Nee, wirklich nicht. Kampfende. Perfekt, yes. So. Jetzt muss ich noch diese, was auch immer es ist, besiegen. Was ist das überhaupt? Keine Ahnung. Frau Göre. Ich muss diese scheiß Göre besiegen. Es wird schwierig. Also. Gucken wir mal, hoffen wir, dass er die jetzt Feuer reinwirft zuerst. Ich habe nämlich Wasser reingeworfen. Gong. Er hat den Gong nicht gehört, glaube ich. Hä? Darbomain. Du bist Eis, ne? Eisreise wäre ich nie so klug. Scheiße. Ja, Moment, das Pokémon habe ich noch nie gesehen, sonst hat sie auch immer nur... Nee, das beeindruckt dich gar nicht, ne? Jetzt kann ich noch irgendwas Schädelwumme. Ich kann Schädelwumme. Testen wir mal Schädelwumme. Ah, er kann bohren mit seinem Horn. Kann ich auch was. Was macht denn Schädelwumme? Och nee. Ich habe erstmal andere Probleme. Ich weiß nicht mal, ob Akani jetzt noch kommt. Ich kann nicht alle 6 Pokémon mitnehmen, falls sie noch nicht aufgefallen ist. Ich hab's auch gar nicht dabei. So, du hast doch irgendwie Wasser, Eis oder sowas. Das Problem ist halt auch, wenn ich sage, ich nehme Onix und der kommt halt mit Dingens als erstes, bin ich halt, joa, kann ich direkt Pokémon wechseln. Ne, das kann natürlich nicht bleiben. Außerdem sagst du mir das viel zu spät. Mitten im Kampf brauche ich diese Information nicht mehr, ey. Diese Aussage. Es wäre auch schön, wenn er meine Pokémon nicht mit einem Angriff killen würde, aber... Ich hab einen Ball, was willst du denn ins Feuer bei mir? Ich hab gar kein Pokémon mehr jetzt gegen Feuer dabei, ne? Das fühle ich richtig. Na
Was sagst du denn zum... Vielleicht wirst du ja paralysiert, wahrscheinlich nicht, aber... Natürlich nicht. Ach, den Psychokinesen. Vielleicht Chinese, nicht Chinese. Egal. Wo sind wir an dem Punkt? Komm. Wir würden wahrscheinlich instant killen, aber was willst du machen?